Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute weiter mit den Büchern, die mich emotional geprägt haben. Heute mit der Kinderbuchvariante. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, ihr Lieben, heute geht es um meine liebsten, liebsten, liebsten Bücher aus der Kindheit. Und ich habe schon mal so ein Video dazu gemacht, Kinderbuchklassiker, habe da aber irgendwie, ich habe im Nachhinein reingeguckt, nie wirklich meine Lieblingsbücher gezeigt. Ich habe irgendwie alles in die Kamera gezeigt, was irgendwie ein Kinderbuchklassiker ist, aber ich bin nicht wirklich darauf eingegangen, was waren denn meine liebsten Kinderbücher, und habe mir gedacht, dass es langsam mal Zeit wird, dass ich das nachhole. Und deswegen tun wir das heute. Wir beginnen mit Buch Nummer 1. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, was eure liebsten Kinderbücher in der Kindheit waren, mit welchen Büchern ihr aufgewachsen seid. Und ja, los geht's mit dem Video. Wir beginnen mal mit den ersten Erstlesebüchern, mit denen ich angefangen habe zu lesen. Und bei mir war das tatsächlich am Anfang Leselöwen. Ich habe da jetzt, glaube ich, gar nichts Großartiges mehr da, aber es gab damals von Leselöwen Geschichtensammlungen, die 2, 3, 4 Seiten lang waren, die habe ich gelesen. Ich habe die gefressen. Es gab da die unterschiedlichsten. Es gab da die Leselöwen beste Pferdegeschichten, Leselöwen beste Vorlesegeschichten, Leselöwe beste Freundinnengeschichten. Ich hatte die Leselöwen Weihnachtsgeschichten. Ich hatte das alles zu Hause. 365 Lesegeschichten. Ich hatte das alles. Ich habe das gefeiert wie nur was. Und irgendwann gab es dann... Es gab da immer sehr, sehr viele. Es gab nicht nur Leselöwen, es gab auch Lesebär, ich habe hier Lesekönig, Leseabenteuer, Känguru. Es gibt da so, so viele Formate. Und irgendwann habe ich mich dann mal tatsächlich an Geschichten getraut, die ein bisschen länger waren. Also bei diesen Leselöwe-Geschichten war das ja so, dass du wirklich eine Geschichte hattest, die 2, 3 Seiten lang war, und dann kam die nächste. Es war wirklich für Einsteiger. Ich habe das gefeiert. Ich habe das am Anfang nur gelesen. Und Leute, lustige Geschichte. Ich habe mir da von meiner Mutter mein Buch kaufen lassen. Es war wirklich so 365 Geschichten in einem Buch von Leselöwen. Und ich habe mich abends hingesetzt und habe das durchgelesen. Ich bin so lange wach geblieben, bis ich das fertig gelesen hatte. Es war am Wochenende. Und dann bin ich voller Stolz die Treppe runter. Meine Eltern dachten eigentlich, ich schlafe schon längst. Und habe dann voller Stolz den beiden erzählt, dass ich das Buch schon durchgelesen habe. Und meine Mutter war so... Die war richtig stinkig. Wir hatten das Buch gerade erst gekauft. Ich hatte es durchgelesen. Die war richtig genervt, weil sie gesagt hat, wir haben das doch gerade erst gekauft. Du sollst doch schon längst schlafen. Wie kannst du das jetzt schon durchlesen? Ja, das zu meiner Kindheit. Wir haben ja auch in meinen letzten Videos festgestellt, dass ich sowas wie die Bissreihe und Seelen von Stephanie Meyer mit 14, 15 gelesen habe. Das ist ein Leseniveau, wo ich sage, das erreichen Kinder heutzutage nicht mehr. Bin ich zu 100% sicher, das Leseniveau geht sowas von zurück, und das ist natürlich super, super schade. Aber ich bin sehr stolz auf mich, dass ich da schon so schnell drin war, aber man muss auch sagen, meine Mutter hat mir das vorgelebt, ja. Also meine Mutter liest ja auch in ihrer Freizeit ständig, und ich glaube, dass man das von seinen Eltern noch irgendwie mitnimmt, weswegen ja auch das Vorlesen so wichtig ist, damit die Kinder überhaupt eine Beziehung zum Lesen aufbauen. Ist unfassbar wichtig. Wenn ihr euren Kindern nicht vorlest, ist es eine 50-50 Chance, dass sie später mal gerne lesen. Also es ist super, super, super wichtig, dass Kinder mit Büchern aufwachsen von Anfang an und das vorgelebt bekommen. Und ich meine, Lesen ist ja tatsächlich auch für unsere spätere Zukunft etwas sehr, sehr Wichtiges, weil es grammatikalisch einfach sehr, sehr viel schafft, auch im Sprechen. Und es ist eine wichtige Sache. Leider, leider geht das Niveau zurück. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich von mir sagen kann, dass ich, glaube ich, eine sehr pfiffige Leserin war. Und auch schon sehr viel gelesen habe von Anfang an. Aber wir beginnen jetzt mal hier. Selbstfame, ne, Leute? Tja, ist halt so. ist auch das Einzige, womit ich angeben kann. In irgendeiner Form. ja, so die ersten Geschichten, die ich dann wirklich selbst auch durchgelesen habe, sind zum Beispiel Die zauberhafte Zeitreise von Henriette Wich und Zwei Ponys zum Frühstück von Werner Ferber. Das sind wirklich Geschichten mit... Zwar schon recht viel Text, ne? Also hier waren jetzt kaum noch Bilder drin, bei zwei Ponys zum Frühstück waren dann auch noch bunte Bilder drin, aber das waren so die ersten Geschichten, die ich dann auch wirklich komplett am Stück durchgelesen habe, ohne dass ich irgendwie Struggles hatte, dass ich nur Kapitel gelesen habe oder so. Und ich habe es gefeiert. Gerade hier diese Geschichte, Eine zauberhafte Zeitreise, habe ich unfassbar oft gelesen. Ich fand das so, 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 so toll. Und ja, Lesekönig ist 4. Lesestufe ab 8. Ja, lustig, weil
Lisa, Altab 8, ja, hätte ich auch so gedacht. Das hier ist vielleicht ein bisschen früher. Das ist so zweite Klasse, aber auch gerade jetzt bei Grundschule in der ersten Klasse sind ja Bildermaus so die Bücher, wo schwierige Wörter noch durch Bilder ersetzt sind, habe ich als Kind gar nicht gelesen. Aber das ist tatsächlich eine Methode, die sehr, sehr schön ist und Kindern auch viel beibringt. Aber ja, als ich schon recht gut lesen konnte, habe ich dann diese Bücher hier gelesen und ich feiere die bis heute. Das sind ganz, ganz tolle Geschichten, die ich sehr, sehr mag und die ich als Kind unfassbar gerne gelesen habe. Genauso wie die Pferdebande, Leute. Also bei mir damals war es so, ich habe weder die drei Ausrufezeichen gelesen, ich glaube auch ehrlich gesagt, in meiner Kindheit gab es das noch nicht. Das ist ja das Äquivalent zu den drei Fragezeichen für Mädchen. Auch das würde ich eigentlich gerne in Gänsefüßchen setzen, weil die drei Fragezeichen genauso für Mädchen wie für Jungs sind. Ich habe niemals gedacht, dass das Jungsgeschichten sind, weil ich tatsächlich als Kind auch die drei Fragezeichen rauf und runter gehört habe. Also als Kind habe ich sehr, sehr viel Kassette gehört und auch CD-Hörbuch. Mache ich heutzutage gar nicht mehr, aber als Kind habe ich das sehr, sehr gerne gehört und da waren die drei Fragezeichen für mich das A und O. Ich habe es geliebt, neben Bibi Blocksberg. Aber gelesen habe ich die drei Fragezeichen nie. Und für mich war das Äquivalent die Pferdebande. Da habe ich mehrere Bücher von gehabt, aber das hier war so mein Lieblingsbuch dazu. Und das Coole an der Sache war, das waren halt auch so Kriminalfälle, sage ich jetzt mal. Und ganz vorne in dem Buch ist so ein Hufeisen drin. Und an jedem Ende vom Kapitel kommt halt ein Hinweis, den man mit diesem Hufeisen entschlüsseln kann. Also ihr seht das vielleicht hier. Hier ist dann dieses Hufeisen, wo man ja nicht wirklich was erkennt, ne? Aber wenn man dann dieses Hufeisen drauflegt, ich weiß jetzt nicht, ob ihr was erkennen könnt, aber dann wird hier auf jeden Fall Schrift sichtbar. Und ich habe das gefeiert, Leute. Ich habe das so geliebt, das war so cool. Und das ist auch ehrlich gesagt eine richtig krasse Lesemotivation, wenn man weiß, am Ende eines Kapitels wartet ein Hinweis auf mich und dann kann ich was machen, ich kann aktiv werden. Und das hat mich richtig angespornt beim Lesen. Ich habe diese Bücher so unfassbar gerne gelesen. Ich fand die so, so toll. Damals sind wir auch noch oft in die Bücherei gegangen, da habe ich mir immer wieder davon welche mitgenommen. Und das ist richtig, richtig cool. Also es ist halt in jedem dieser Bücher ist so ein Hufeisen drin und diese Hinweise. Und ich fand das so cool gemacht damals. Ich habe das wirklich gerne gelesen. Also ja, richtig cool. Ich meine, ganz ehrlich, damals fand man, dass das viel war. Das hat gerade mal 115 Seiten so. Aber ja, wenn ich halt jetzt so denke, dass manchmal 15-Jährige ins Geschäft kommen, die eine Schullektüre suchen, also es gibt ja ganz oft diese Lesewettbewerbe. Und dann gibt es teilweise Kinder, die sind so motiviert, die lesen 300, 400 Seitenbücher und wollen dann ihre Lieblingsbücher vorstellen. Und dann gibt es solche Kinder, die in den Laden kommen, ja, wir müssen ein Buch für die Schule lesen, um beim Lesewettbewerb mitzumachen. Bitte, bitte suchen Sie mir das Dünnste aus, was Sie haben, weil ich habe überhaupt keinen Bock. 100 Seiten ist schon viel zu viel. Wie soll ich das schaffen? Ich habe nur 3 Wochen Zeit. Und du stehst da so und denkst dir so, oh mein Gott, du bist 15 Jahre alt, ich habe 800 Seiten gelesen mit 15. Gut. Aber sind nicht meine Kinder, da wird das hoffentlich anders. Ich glaube, ich fände es ganz, ganz schlimm, wenn ich ein Kind hätte, das keine Lesemotivation hat. Ich meine, man kann zwar da wirklich versuchen, von Anfang an die Kinder zum Lesen zu bringen und auch vorzulesen und da wirklich immer dran zu bleiben. Trotzdem kann es sich natürlich irgendwann dazu entwickeln, dass man ein Kind hat, das keinen Bock hat zu lesen. Und ich glaube, das würde mir das Herz zerreißen. Aber gut, soweit ist es noch nicht. Ja, aber diese Reihe fand ich ganz, ganz toll. Ich habe die super geliebt. Und das ist halt, wie gesagt, das ist so ein bisschen Krimi mit Pferden und ich war halt Mädchen, ne? Aber ich wollte trotzdem Krimis. Das ist ja heutzutage, Leute, auch eine lustige Geschichte. Wenn ich das hier heutzutage Eltern geben würde, die das für ein Mädchen suchen, dann würden die mich anstarren. Ja, aber es ist doch für ein Mädchen. Und dann würde ich da stehen. Und? Heutzutage müssen Mädchenbücher glitzern, mit Feen sein und selbst wenn es um Piratenmädchen geht, Piraten, es ist doch für Mädchen. Also da kann es doch nicht um Piraten gehen. Ne? Genauso ist das mit Krimis, genau deswegen gibt es die drei Ausrufezeichen, weil die drei Fragezeichen, das sind ja Jungs, das kann man ja Mädchen nicht geben. Das ist die Logik der Eltern, Leute. Also lasst euch das mal wirklich auf der Zunge zergehen. Das ist einfach schlimm heutzutage, ey. Gerade wo heutzutage so viel für diese Gendergleichheit getan wird, ist es so krass zu sehen, wie in einer sehr konservativen Stadt wie unserer die Leute immer noch so krass Mädchen und Jungs geschlechtlich trennen wollen und auch das bei den Büchern festmachen. Und wenn man dann zum Beispiel, was weiß ich, Petronella Apfelmus nimmt, eine Geschichte, wo es um ein Hexenkind geht, und die dann zu einem sagen, ja, aber es geht hier um ein Mädchen-Mädchen, also es ist so ein richtiges Mädchen, dann stehst du da und denkst dir so, ach so. Und ein richtiges Mädchen kann keine Hexengeschichte lesen, oder was? Was ist mit der kleinen Hexe?
What the hell? Da muss man sich echt zusammenkneifen, Leute, um nicht eine Standpauke den Leuten zu halten. Das ist so schlimm, weil der Kunde ist einfach König. Aber ja, was Kindererziehung angeht, würde ich mir so einige Male wünschen, den Menschen eine Ohrfeige zu verpassen und ihnen zu sagen, was sie denn alles falsch machen. Ich meine, natürlich, ich habe keine Kinder, aber man kann doch nicht heutzutage, wo das mit dieser Gender-Debatte so groß ist, die Kinder trotzdem noch so in Schubladen stecken und sagen, es ist ein Mädchen, das muss eine Prinzessin-Geschichte haben, das muss am besten noch glitzern und sonst nehme ich gar nichts. Ja, ihr Lieben. Gottchen, bei sowas kann ich mich nur aufregen. Ja, ihr Lieben, und bevor ich zu den großen Büchern komme, also zu den schon etwas dickeren Büchern, die ich dann darauf folgend irgendwann gelesen habe, kommen wir bei mir natürlich zu den Klassikern. Und zwar ist das bei mir am meisten gewesen, Der kleine Wassermann. Ich war unfassbar erfreut, als ich diese wunderschöne alte Ausgabe auf dem Flohmarkt entdeckt habe, weil ich das Buch nie besessen habe, denn ich habe den kleinen Wassermann rauf und runter gehört. Ich hatte das als Hörbuch, genauso wie die anderen Klassiker von Ottfried Preußler. Und Der kleine Wassermann war für mich das A und O. Ich habe das jeden Abend gehört, ich habe diese Geschichte geliebt. Ich habe noch genau im Kopf, wie die Synchro funktioniert. Und ich fand das so toll, diese Geschichte dieses kleinen Wassermann-Kindes, der seine Welt entdeckt und der Erfahrungen darüber macht, wie er lebt und warum er so lebt. Und das war für mich eins der Bücher, Leute. Also das ist einfach, ich habe das rauf und runter gehört. Und auf dem Flohmarkt habe ich diese Ausgabe entdeckt, so eine richtig alte Ausgabe, die unfassbar schön ist und ich bin da ganz happy drüber. So, und dann kommen wir natürlich zu den anderen zwei Klassikern von Ottfried Preußler. Die kleine Hexe hatte ich tatsächlich schon recht lang, deswegen habe ich da auch eine recht neue Ausgabe, obwohl auch die schon super alt ist. Aber ich habe alles mit Originalzeichnungen direkt von früher und ich liebe es. Ich liebe Ottfried Preußler. Und dann haben wir hier das kleine Gespenst. Auch dieses hatte ich als Hörbuch und habe es ganz oft gehört. Zwar war der kleine Wassermann für mich immer weiter oben, aber auch das kleine Gespenst habe ich sehr gerne gehört. Und ich muss sagen, die Bücher von Ottfried Preußler feiere ich wirklich von vorne bis hinten. Ich finde sie so schön und ich finde, dass sie sind einfach zeitlos. Das sind Bücher, die wir tatsächlich immer im Laden haben, weil sie da einfach hingehören. Die sind zeitlos. Jeder sollte sie kaufen. Und deswegen, ja, sind das Bücher, die wir tatsächlich immer da haben, also im Geschäft jetzt, und die auch bei mir im Regal natürlich nicht fehlen durften. So, noch zwei Geschichten, die mich in der Kindheit sehr geprägt haben, ist zum einen Juli und Augustus von Sabine Ludwig. Wobei ich bei diesem Cover mich immer gefragt habe, sollen das Pinguine sein? Und wenn ja, wer hat sie gezeichnet und wieso hast du das so gemacht? Für mich sind das irgendwie, das sieht nicht aus wie Pinguine, aber ich gehe davon aus, dass Pinguine sein sollen. Hier geht es um Juli und Augustus, wie der Titel schon sagt. Und ich finde das Thema dieses Buches so schön, weil es hier um Kinder geht, die in sehr unterschiedlichen Familien aufgewachsen sind. Also Juli zieht in dieses Hochhaus ein mit ihrer Familie, weil der Vater einen neuen Job hat. Und sie ziehen jetzt in die Stadt, also vom Dorf auf die Stadt. Das ist für sie natürlich was ganz Neues. Sehr viel zu lernen. Und sie lernt dann Augustus kennen. Und die beiden mögen sich auch sehr. Und sie merkt halt irgendwann, dass Augustus ein Geheimnis hat. Nämlich ist seine Mutter eigentlich ständig arbeiten. Er hat keinen Vater zu Hause und muss sich um das kleine Baby kümmern, also um seine kleine Schwester. Dementsprechend komplett andere Verhältnisse, weil sie einfach auch nicht so viel Geld haben. Und das ist etwas, was Juli natürlich überhaupt nicht kennt. Also dieses Buch transportiert so viel. Und ich habe das so gerne gelesen. Ich habe auch irgendwann angefangen, die Bilder in diesem Buch auszumalen. Also dieses Buch ist mir sehr ans Herz gewachsen. Auch bis heute finde ich, dass es einfach eine Geschichte ist, die so viel Herz hat, die so viel transportiert dem Leser und auch den Kindern, die es eben lesen. Und ich finde das sehr wichtig, dass gerade Kinderbücher auch eine Aussage haben, die sie weiterbringen in der Welt, sag ich jetzt mal, und von ihrem Verständnis von der Welt. Und das hat dieses Buch einfach und das finde ich richtig toll. Ach, ihr Lieben, ich hoffe, ihr kennt das. Anna und die Sache mit der Liebe von Kat Franken. Was soll ich dazu sagen? Das ist so das erste Buch, wo es so ein bisschen darum ging, was passiert mit meinem Körper, wenn ich älter werde. So ein bisschen halt, was ist Liebe überhaupt? Wie entstehen Babys? Das ist so eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe, wo es darum geht. Und dieses Buch ist so toll. Ich habe das als Kind so oft gelesen. Ich lese es auch jetzt noch sehr gerne, weil es einfach, es geht auch darum, Gefühle zu haben, aber auch diese Gefühle zu verstehen.
Und das ist so schön an diesem Buch, weil es da einfach auch um das Verständnis eigener Gefühle geht, das Verständnis des eigenen Körpers. Und das ist so cool. Also ich liebe das. Ich habe auch irgendwann in den letzten Jahren herausgefunden, dass es noch ein Buch von Anna gibt, das ich mir auch sehr, sehr gerne noch kaufen wollen würde. Aber ja, habe es irgendwie in den letzten Monaten noch nicht gemacht. Aber Anna und die Sache mit der Liebe ist einfach ein ganz, 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 ganz tolles Kinderbuch, was einfach schon so ein bisschen mal drüber geht. Also zu dieses Thema Liebe einfach versucht mit einzubauen und versucht zu erklären, was es damit auf sich hat. Und das fand ich damals, war ihm das natürlich peinlich. Hier geht es auch darum, dass die Eltern sich einmal küssen und Anna guckt dazu und denkt sich, oh mein Gott, wie macht man das? Was passiert da überhaupt? Und man als Kind dachte dann so, oh mein Gott, ne? Aber heutzutage denke ich mir so, ja, Eltern müssen ihre Kinder ja irgendwie auch darauf vorbereiten. Und warum dann nicht mit so einem tollen Buch? Also finde ich wirklich, wirklich, wirklich toll. Und das war ein Buch, das ich als Kind wirklich sehr, sehr oft in der Hand hatte. Tatsächlich. So, ihr Lieben, und dann kommen wir tatsächlich zu den Reihen, die ich als Kind gerne und oft gelesen habe. Angefangen mit den wilden Hühnern. Ja, also ich glaube, Leute, das ist so eine Buchreihe, die irgendwie so gefühlt jeder wahrscheinlich als Kind gelesen hat. Es ist eine Reihe, die, glaube ich, aus. Pff, jetzt lasst mich mal zählen. Oh, ich sehe sie jetzt gar nicht genau im Regal. Sind es 5 Bände? Wilden Hühner, Wilden Hühner auf Klassenfahrt, Wilden Hühner Fuchsalarm, Wilden Hühner und die Liebe. Wilden Hühner und das Glück der Erde heißt, glaube ich, noch einer. Ja, genau, das sind die Wilden Hühner. Danach kamen noch die Wilden Hühner und das Leben, basierend auf dem Film, was auch nicht mehr geschrieben war von Cornelia Funke, deswegen gehört es für mich auch nicht dazu. Dann kamen ja auch noch die Wilden Küken, die auch von dem Kerl geschrieben worden sind, der die Wilden Hühner und das Leben geschrieben hat. Wollte ich nicht mehr lesen. Cornelia Funke war es für mich und die wilden Hühner in dieser alten Illustration sind es für mich und diese neuen Illustrationen finde ich auch gar nicht so toll. Ich liebte das, Leute. Ich habe das auch letztens nochmal gelesen mit einer Freundin zusammen und ich fand das so, so super. Ich liebe Sprotte. Ich habe mich als Kind tatsächlich mit Sprotte identifiziert. Sprotte war mein Vorbild tatsächlich als Kind, weil sie schlagfertig war, weil sie viel allein geschafft hat und weil sie einfach auch nicht sofort alles gemacht hat, was andere getan haben. Sie hat wirklich sich für das eingesetzt, was sie wollte. Und Sprotte war so die Figur, die ich hier am meisten geliebt habe und mit der ich mich identifiziert habe. Und ja, ich meine, das ist ja dann auch irgendwann ein Alter, ne, wo man dann schon in die Schule geht und wo man auch einfach sich Vorbilder sucht. Und gerade bei so einer Pferdebande, oder hier ist es ja keine Pferdebande, hier ist ja eine Hühnerbande, aber wir hatten dann damals auch Banden und man war dann so, ja, man wollte irgendwie in diese Rolle schlüpfen. Und ja, also es war richtig cool. Es ist halt Kindheit und die wilden Hühner gehört da einfach irgendwie dazu. Und dann habe ich ja, weil ich die wilden Hühner beendet hatte, irgendwann zum Geburtstag bekommen Hände weg von Mississippi. Und Hände weg von Mississippi ist, würde ich sagen, mein absolutes Lieblingskinderbuch. Das Kinderbuch, wo so kaum was drüber geht. Die Hände weg von Mississippi ist eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte, sehr, sehr emotional, wo es darum geht, dass ein Pferd weggegeben werden soll und ein junges Mädchen, das sich aber darum sorgt und die das nicht möchte. Und ja, das ist einfach, einfach, einfach toll. Ich liebe diese Geschichte. Ich habe die damals sehr, sehr häufig gelesen als Kind und das war für mich irgendwie eins der liebsten Kinderbücher. Und dann natürlich, wie sollte es anders sein, ihr Lieben, eine Woche voller Samstage. Natürlich meine ich damit stellvertretend die gesamte Sams-Reihe, die ich als Kind so krass fand. Ja, also ich habe das gelesen, Leute, und ich war da so drin, ich bin da so mitgegangen, ich war da so, oh mein Gott, das Sams und dies und das. Und zum Beispiel habe ich auch ein Sams und Martin Taschenbier, das ist ja, glaube ich, der dritte Teil der Reihe, den habe ich auch auf Hörbuch gehabt und den habe ich so, so oft als Hörbuch gehört. Also die Hörbücher zu diesen Büchern sind auch richtig, richtig toll, aber hauptsächlich habe ich die gelesen. Ich habe nur das eine als Hörbuch gehabt, habe es aber natürlich jetzt auch im Regal stehen, ist ja klar. Und das Sams ist einfach total außergewöhnlich. Also ich meine, guck mal heutzutage die Kinderbücher an, da dreht es sich immer um dasselbe. Entweder es geht um Feen oder Prinzessinnen oder um Pferde. Also nicht wirklich außergewöhnlich, ehrlich gesagt. Es passiert irgendwie nichts Neues mehr. Bei den Jungsbüchern sind es oft irgendwelche Actionabenteuer mit Monstern. Also da passiert nichts mehr. Und ich finde, damals waren die Geschichten irgendwie noch außergewöhnlich und auch kreativ. Ich meine, das Sams, ja, das hat Wunschpunkte und kann Wünsche erfüllen. Und das ist einfach. Ich meine, es geht hier um einen älteren Mann, nämlich Martin Taschenbier, der das Sams findet. Und ich weiß halt nicht, ob so eine Geschichte heutzutage überhaupt noch ankommen würde. Aber das ist einfach,
unfassbar toll und auch diese Bücher sind sowas von zeitlos. Ich meine, die wurden ja auch noch mal neu aufgelegt mit kindgerechteren Bildern. Das ist anscheinend nicht mehr in, nicht mehr modern. Ich finde die neuen ganz, ganz hässlich. Das Einzige, was die an Vorteil haben, ist, dass sie wirklich bunt sind, weil in den Originalbüchern sind die Illustrationen natürlich nicht bunt. Ich finde bunte Bilder immer schöner als schwarz-weiße. In Kinderbüchern vor allem. Es gibt ja auch viele Erwachsenenbücher mit Illustrationen. Da hat Schwarz-Weiß auch oft was, tatsächlich. Aber ansonsten sind die so hässlich. Ich finde diese neuen Cover so hässlich und war einfach auch sehr, sehr erfreut, dass sie das Neueste, das Sams und der blaue Drache, wieder in alter Manier rausgebracht haben. Wieder mit Originalzeichnung vom Autor und nicht in dieser komischen, hässlichen neuen Variante. Also bin ich sehr stolz auf den Verlag, dass er einfach gemerkt hat, dass das dämlich war. Ja. Ganz, ganz tolle Reihe. Ich habe die als Kind gefeiert. Ich habe die sehr, sehr oft gelesen, also wirklich oft. Ich habe die oft in den Händen gehabt und fand es einfach wirklich super. Ja, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu diesem Übergang, ne? Wir kommen jetzt zu Büchern. Also zwei davon habe ich tatsächlich erst als Erwachsener gelesen. Ich finde, das sind aber einfach irgendwie Bücher, bei denen ich jedem empfehlen würde, sie sich mal anzuschauen. Und dann haben wir jetzt noch eine Reihe, die so richtig in dieses Mädchen-Klischee reinpasste, was ich eben eigentlich so ein bisschen vor mir schütteln wollte, ist aber sehr auf dem Boden geblieben. Ne? Aber es ist eine Geschichte, die bei mir wirklich diesen Übergang bezeichnet hat von Kinderbüchern zu Jugendbüchern. Danach habe ich, glaube ich, mehr Jugendbücher gelesen. Also das muss auch so zwischen 13, 14, 15 gewesen sein, da in dem Bereich, wo ich dann danach angefangen habe, die Biss-Reihe zu lesen und die City of Bones-Reihe und Seelen. Also das war für mich der Übergang. Sind trotzdem sehr, sehr dünne Bücher, aber es sind Bücher, die schon auf einem etwas höheren Niveau sind, sag ich jetzt mal, worum es geht, die trotzdem sehr auf dem Boden geblieben sind. Die haben auch noch mal ein Cover-Makeover bekommen, was ich dann wieder ganz schrecklich fand, weil das wieder nur Glitzer war. Und da habe ich mir so gedacht, ja, das bezeichnet eigentlich heute. Das bezeichnet das, wie die Leute heute denken. Es muss glitzern, weil sonst ist es ja nichts für meine Tochter. Deswegen haben die noch mal ein Cover-Makeover bekommen. Ich fand die aber früher deutlich hübscher. Und sie haben auch mit den alten Covern deutlich mehr das ausgestrahlt, was im Buch drin gesteckt hat. Nämlich eine auf dem Boden gebliebene, coole Mädchen-Abenteuergeschichte, die einen richtig coolen Hintergrund hat, sehr, sehr cool geschrieben und gemacht ist. Und ich habe damals die ersten drei gelesen. Mittlerweile sind es sechs. Für mich zählen aber eigentlich nur die ersten drei, vier oder fünf, weil das Neue kam dann auch mit dem neuen Cover und da war ich irgendwie raus. Ich zeige es euch aber jetzt erstmal vielleicht. Und zwar geht es um Emily. Emilys Geheimnis, Emilys Abenteuer, Emilys Entdeckung. Und ich meine, selbst diese Cover hier sind mit Glitzer, sag ich jetzt mal. Also ich meine, der Fischschwanz glitzert, die Haare glitzern so ein bisschen. Ich finde die sehr viel schöner und die strahlen wirklich auch das aus, worum es in den Büchern geht. Es ist so naturverbunden, es ist auf dem Boden geblieben, es hat so ein bisschen das Bullaby-mäßige, aber wirklich mit Fantasy-Inhalt. Also richtig, richtig cool. Es geht halt hier um ein Mädchen, die halt irgendwann unter Wasser wird schwimmen und atmen können. Wieso, weshalb, warum? Lest es wirklich selbst. Es sind unfassbar schöne Bücher, die super, super dünn sind. Ich war halt sehr happy, weil ich hatte mir die damals von den Freundinnen ausgeliehen, mit denen ich dann auch so girly-mäßig bei der Bis zum Morgengrauen-Reihe abgegangen bin. Die hatten die mir damals ausgeliehen und dann habe ich die vor ein, zwei, drei Jahren mal auf dem Flohmarkt entdeckt. Hier in diesem Schuber mit den ersten drei Bänden und da habe ich dann zugeschlagen und war sehr, sehr froh, dass ich die jetzt dann auch in meinem Regal habe, weil ich da doch auch sehr, sehr schöne Erinnerungen aus meiner Kindheit dran verbinde. Und ja, das war wirklich halt so der Übergang, ne? Das war so der Übergang zu, okay, danach habe ich irgendwie Jugendbücher gelesen und das waren noch so die letzten Kinderbücher, die ich dann irgendwie noch so hinterhergeschoben habe und danach kam nicht mehr viel Kinderbuch. Also das war für mich dann so wirklich so dazwischen, sag ich jetzt mal. Und dann kommen wir jetzt noch zu zwei meiner absoluten Lieblingskinderbücher, die ich aber tatsächlich als Erwachsene gelesen habe. Und zwar ist das zum einen Scarlet, ein Löffelchen Geheimnis und der Duft von Magie von Laurel Remington. Ein Buch, das sehr, sehr modern ist, denn es geht um ein Mädchen, das in der Schule gehänselt wird, weil ihre Mutter einen Block hat. Und der Block dreht sich quasi um ihre Tochter. Sowas wie, ja, meine Tochter trägt noch ihre Disney-BHs und dies und das und das Ganze steht online. Ihr könnt euch also vorstellen, wie schlimm das für dieses Mädchen ist, dass quasi ihre gesamte Schule lesen kann, was sie für Unterwäsche trägt, ja. Also das ist ein Mädchen, das gebeutelt ist von Social Media,
in ganz, ganz jungen Jahren, weil ihre Mutter sie quasi dafür missbraucht, Klicks zu machen. Eine Mutter, die das aber in irgendeiner Form rechtfertigt, weil es ja ihre Arbeit ist, sag ich jetzt mal, und gar nicht versteht, was sie ihrem Kind damit eigentlich antut. Also ich finde das sehr bezeichnend für unsere Generation in irgendeiner Form, ne? Also heutzutage, wenn ich Mütter sehe, die einen Babywagen vor sich herschieben und mit der anderen Hand aufs Handy glotzen, da könnte ich auch die Krise kriegen, ehrlich gesagt. Weil ich mir so denke, du hast ein Kind in die Welt gesetzt, jetzt kümmere dich auch darum und erfreue dich daran, mit deinem Kind durch die Straßen zu laufen, anstatt es wahrscheinlich gegen Pfosten zu schieben, weil du aufs Handy glotzen musst. Also das sind so unverantwortliche Sachen, wo ich mir einfach so denke, warum, ja? Und ich finde, dieses Buch zeigt das sehr, sehr, sehr deutlich. Und ich finde es einfach auch sehr schön, weil es ist natürlich ein Kinderbuch. Wenn Kinder schon von Anfang an eingebläut wird, dass das nicht nur Vorteile hat. Weil ich finde, gerade heutzutage fangen sehr, sehr viele junge Menschen schon mit YouTube an oder mit Instagram und werden da reingezogen in diese Bubble. Und ich finde es einfach wichtig, dass da von vornherein gezeigt wird, das Ganze ist auch mal fake, das ist nicht immer echt. Natürlich kann das echt sein, aber muss es nicht. Und ich finde das auch sehr absurd, wenn ich sehe, dass das ganz, ganz oft so, so junge Kinder schon einen YouTube-Kanal haben. Da denke ich mir, was machen die Eltern und warum bekommen die das nicht mit? Das sind einfach so Sachen, die ich einfach sehr, sehr schlimm finde. Und ich finde es einfach schön, dass das nur ein bisschen in ein Kinderbuch verpackt ist, damit Kinder auch einfach merken, okay, das ist nicht alles so toll, wie das uns im Internet dargestellt wird, ne? Dass sie einfach so einen gewissen Respekt davor auch lernen. Ich finde, das müssten eigentlich die Eltern den Kindern beibringen, aber ich habe das Gefühl, dass es oft vergessen geht, weil ja gerade, ja, Menschen, die jetzt in meinem Alter sind, das also selbstverständlich nehmen und ihrem Kind wahrscheinlich mit 2, 3 Jahren schon das Handy in die Hand drücken. Und das sind einfach Sachen, wo ich finde, da sollte mehr Aufklärung stattfinden im Kind-Eltern-Bereich. Und ich finde, dafür ist das Buch eigentlich auch ganz schön. Zudem ist das halt noch eine Geschichte über ein Mädchen, das halt noch nicht weiß, wer sie ist. Sie hat nicht viele Freundinnen und findet dann bei der Nachbarin ein Kochbuch, das irgendwie magisch zu sein scheint. Und das ist irgendwie so ein bisschen in diese Geschichte eingewebt, die aber immer wieder durchwachsen wird von dieser Problematik der Mutter und der Tochter. Und ich habe das wirklich gefeiert. Das ist eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte, die einfach viel auch übermittelt. Und das finde ich persönlich sehr schön. Und dann haben wir noch ein Buch, das hier eigentlich an dieser Stelle nicht fehlen darf. Und zwar ist das die unendliche Geschichte von Michael Ende, was ich tatsächlich erst während des Studiums gelesen habe. Also das muss dann nach 2018 gewesen sein. Also es hat bei mir recht lang gedauert. Trotzdem hat mich die Geschichte in der Kindheit natürlich in irgendeiner Form verfolgt. Ich habe das natürlich im Fernsehen gesehen. Es gab 3 Filme. Ich habe alle 3 gesehen und verfolgt. Und fand vor allem den ersten unfassbar schön. Habe dann, als ich gelesen habe, entdeckt, dass quasi das Buch Teil 1 und Teil 2 des Filmes in irgendeiner Form darstellt. Also, das war dann plötzlich vermischt und ich dachte so, hä? Als ich die Hälfte dieses Buches gelesen habe, dachte ich so, hä, es müsste doch eigentlich jetzt vorbei sein. Und dann ging es halt weiter. Und das haben die dann im Film irgendwie aufgesplittet. Ich habe die Filme jetzt schon Ewigkeit nicht mehr gesehen, deswegen weiß ich nicht mehr, inwiefern das dann hier noch zusammenpasst, sag ich jetzt mal von der Story. Aber ich fand die Geschichte richtig, richtig toll. Es ist einfach so, so schön, es ist verschlungen, es ist so fantastisch. Und ich würde mal behaupten, das ist eine sehr, sehr, sehr komplexe Kinderbuchgeschichte, die einem so viel Spaß macht, weil man da reininterpretieren kann, weil man da seiner Fantasie freien Lauf lassen kann und wirklich mal, ja, wenn man die Augen schließt und sich das vorstellt, das ist eine so große Welt, um die es hier geht. Und das ist einfach so schön. Vor allem diese Ausgabe mit Blau und roter Schrift. Es ist total schön, Leute. Also ich feiere das. Ich liebe die unendliche Geschichte. Das ist mein Lieblingsbuch von Michael Ende. Vor allem, weil ich ja leider, leider, leider mit Momo nichts anfangen kann. Viele, viele feiern ja Michael Endes Momo. Ich fand es stinklangweilig. Vielleicht hätte ich es auch als Kind lesen sollen. Ich habe auch Michael Endes Momo erst als Erwachsene gelesen. Nachdem ich die unendliche Geschichte gelesen hatte, wusste ich, okay, das muss jetzt auch sein. Es war überhaupt nicht mein Fall. Ich fand diese Geschichte leider, leider, leider so, so langweilig. Und im Gegensatz dazu ist halt die unendliche Geschichte einfach eine Farbexplosion, ja? Es ist eine Farbexplosion. Es ist so, so toll. Es leuchtet. Es ist für mich, ja, ein sehr, sehr, sehr schönes, fantastisches Kinderbuch, das ich wirklich, wirklich sehr mag. Ja, ihr Lieben, und damit hätten wir es dann auch. Das waren so die Kinderbücher, die ich selbst gelesen habe und die mich dementsprechend in meiner Kindheit begleitet haben. Ich habe natürlich noch so einige Bilderbücher, Märchenbücher, die anfangs meine Mutter mir vorgelesen hat, ich aber im Laufe meiner Kindheit auch natürlich irgendwann selbst gelesen habe, die ich jetzt in diesem Video nicht gezeigt habe, weil ich einfach so ein bisschen auf das eingehen wollte, was
mein Leseverhalten und mich so ein bisschen auch immer weiter auf höheres Niveau gebracht hat, sodass ich sagen kann, heutzutage kann ich alles lesen, sei es jetzt Fachliteratur, Studientext und dies und das. Und trotzdem ist das Verständnis immer da, weil man muss ja irgendwie auch den Text verstehen, sag ich jetzt mal. Und ich habe da doch schon einen sehr, sehr weiten Weg hinter mir und habe sehr, sehr vieles daran unfassbar gemocht und geliebt und habe wirklich, wirklich ganz, ganz viele tolle Bücher gehabt, die mich auf diesem Weg bis jetzt begleitet haben. Und ja, das war's mit diesem Video, wo ich mich, glaube ich, mehr aufgeregt habe, als dass ich mich gefreut habe über die tollen Bücher, die ich euch gezeigt habe. Aber es gibt eben ganz, ganz viele Sachen in diesem Kinderbuchbereich, die mich da sehr stören, wenn ich das mitbekomme bei Kunden. Das sind so Sachen, wo man sich natürlich als Verkäuferin eigentlich nicht aufregen darf, als Buchhändlerin, aber in irgendeiner Form einem das das Herz bricht, weil man es sich einfach gern anders wünschen würde. Aber da kann man an sich nicht viel machen, außer es vielleicht irgendwann mit den eigenen Kindern besser zu machen. Und ich hoffe, dass ich das hinkriege. Wer weiß. Ja, an der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!